Na, willkommen zurück zu der weiteren Folge von For the King. Das letzte Mal hat es etwas abrupt geendet, weil Nation meinte, er hat keine Lust mehr. Dass er gleich Namen nennen muss. Man muss gleich wieder den schwarzen Peter irgendjemand zuschieben. Ja, Ja, ich bin schuld. Asche auf mein Haupt. Es tut mir leid. passiert schon mal. So, dann muss er einfach nur bereit drücken und müsste eigentlich der Kampf wieder starten. Ja, ich klicke auf bereit. Und oh mein Gott, ich wusste, dass diese Gegner kommen werden. Ja, Überraschung. Ja, fangen wir wieder mit dem Fischer an. Bin immer noch der Meinung, dass ich den alleine geschafft hätte. Wenn du den schon Naja. fast alleine schaffst, also, hallo? Ja gut, diesmal habe ich auch nicht getroffen. Weißt du, da ist der Gjormund einmal ausgewichen und schon ist das ungültig. Ist schon ganz schön traurig. Ja, ist wunderbar. Es knistert so schön. Bitte wenden. Das sind Bitte nur meine Haare, wenden. die kokeln. Schock und Gefrieren, okay. Ja, der Mittler ist ja gegen fast alles immun. Naja. Außer gegen Freunde Kram. mich nur gerade mal wieder mit meiner Waffe an, was die überhaupt so alles kann. Deine Waffe ist ein Buch. Ja, moin, geil und so. Heldiger Bimbe. Ja, Fechner und Jesus eigentlich egal. Gerechtigkeit! Ach, das hat noch. Alter. Ja. Eigentlich könnten wir Ja, auf jeden Fall. zugucken, oder? Nein! Durchs Lachen bin ich jetzt nach oben gerutscht, das tut mir leid. Ja, typisch. Was war denn Wahrnehmung? Ach, da ist mein Goldmultiplikator. Ja, so ein ist aber auch. Wäre ja. Schade, wenn wir jetzt 5% verlieren würden. Ja, es ist halt jetzt wirklich so langsam mal die Überlegung. Ja, nur heilen mache ich noch nicht. Ja, wechsel das doch. Das Item. Ja, gucke ich mir jetzt gleich nochmal in Ruhe an, was ich genau verliere. Es ist ja nicht nur Gruppenheilen, sondern noch, oh, gut, noch ein bisschen mehr dabei. Zorniger Ghoul oder wieder Fisch. Mach mal den Fisch. Am häufigsten kommt ja anscheinend die Assassine, ne? Ja, die ist Die gleich weg. machst du dann gleich, ja? Okay. Ja, die greife ich auch an, weil ich dann links und rechts auch Start mache. Achso, wollte ich gerade sagen, ja. Du greifst das sowieso wieder alle an, hoffe ich. Aber ich werde den Fisch auf jeden Fall nicht tot bekommen. Macht nichts. Gut. Gerechtigkeit. Das war jetzt mal effektiv, Ja, oder? hat nicht viel übrig gelassen. Ja, dann gehe ich lieber auf den Ghoul, oder? Ne, warte mal, wer ist das nächste von Ja, der mach lieber Fisch? die Assassine, weil die ist eine Stufe höher. Ich glaube, Habe dann ich? würde, falls Gerechtigkeit auslöst, das auch auf beide verteilt werden. Ich glaube, wenn du Hm, einen könnte sein, ja. Randfeind angreifst, geht es nicht Gerechtigkeit! so hin. Schade. Ja, leider hab's nicht. versucht. Tut mir leid. 56 Schaden. Ich bin enttäuscht. Geblops. Aua! Ja. Blöder, cool. Das war ja überraschend. Krach! Das ist schon besser. Das ist mehr mein Style. Warum geht einer auf mich? Hallo! Ja, warum denn nicht? Du Blöder hältst ja meistens aus. Kugelfisch. Ja, aber Gift ist doof. Warum weicht der dir aus? Das weiß ich auch Das nicht. ist ein Fisch im Trockenen, Guillaume, und der ist eigentlich nicht in der Lage, dir auszuweichen. Trotzdem schaffst du es. Ja, weiß auch nicht. 115 Goldmünzen. Halleluja. Ja, Und dann gibt es Moro, nochmal 6 Münzen Taschengeld für ihn. wie sieht's bei dir aus? Eine Runde essen oder was machst du? Nee. Geht Gut. so schnell, brauchen wir nicht. Ja, das, guck mal, das ist ein Level 7 Dungeon. Ich hoffe, dass ich wenigstens dann noch einen Angriff überleben würde, falls es überhaupt noch ein Kampf kommt. Ansonsten würde ich jetzt keinen Gottesbart dafür raushauen Ach ja, wollen. stimmt. Ja, ich kann nicht Gut. Wie ist das Ding gerade? Blasser Kristall. Ich würde halt 3 Glück verlieren. Okay, das ist im Moment eh egal. Und 2 Gruppen Wow. ausweichen verlieren wir. Das Wenn ich ist den anziehe. schon doofer. Ja. Deswegen dafür ist dann halt dafür, dass ich nur 4 Ja, gut, dann lohnt Wahrnehmung sich das bekomme, ist nicht. das ein bisschen doof. Schade ist dem ganzen Team, damit du besser wirst. Das ist. Nee. Ja gut, eigentlich müsste ich es deswegen nehmen, aber Bitte was? ja, ich bin ja auch schon alleine losmarschiert. Also Ja. würde jetzt zu meinem Charakter Das ist passen. meine Lieblingsfolge. Ich glaube, die kommt auch als nächstes. Er hat uns im Stich gelassen. Was? Ich? Nein.
Also. Echt, ist das schon die nächste? Oder die 15. Ich glaube, die 15. ist es. Übernächste. Oh! Da, oh, 15. Oh. Wow. Bedauerlicherweise würde ich 10 Geschwindigkeit verlieren. Kommt leider für mich nicht in Frage. Ich glaube, da ist bei mir Gruppenheil. Weiß nicht genau. Ja, genau. Das ist bei mir Gruppenheil. Deswegen kommt das leider nicht in Frage. Ist ja nicht so schlimm. Es gibt ja gar nicht mehr so viel zu kaufen. Wir haben ja gerade die Gottesbart-Bärte aufgekauft. Und ja. Aber ich will kaufen. Wir brauchen Geld. Gold. Ja, gut, wo ja, sollte einer von euch nehmen wollen. Ja. Ach, guck mal an. Morgenstern. Hallo. Naja, es kommt ja nicht in Frage. Also viel bessere Würfe. Fast verwerfen gedrückt. Das jetzt nicht, das war nicht nötig. Aber wie Bruno schon gesagt hat, ist ja egal, wir kaufen ja gar nicht mehr so viel. Ne? Normal nicht, nee. Ach so, apropos nicht kaufen. Ruf uns ins Bettmobil. Willst du dich noch irgendwie dann heilen, oder? Auch war nicht. Ja, doch, ich würde mich schon noch heilen, aber ich würde es, glaube ich, mit einem Zelt machen, das wir daneben aufstellen. Dann können wir uns dann nämlich direkt wieder heilen, wenn wir da rauskommen aus dem begrabenen Tempel. Die Zelte haben wir aber nicht mehr, wir haben nur noch 2. Das stimmt. Wie meine Informationen mir verraten. Ja, das war richtig, aber das ist zwar trotzdem gut genutztes Zelt, wenn man sich da mehrmals ja, heilen kann. Ja, okay. Mache ich jetzt ein Zelt. Ja. Ich weiß immer noch nicht, warum das Zunderbeutel heißt, aber gut. Was war der Unterschied zwischen Ausruhen und Meditieren, Jungs, Männer? Meditieren kriegst du voll den Fokus, aber... Und Ausruhen gibt 2 Fokus und... Ja, dann nehme ich irgendeine Heilung. Reicht vollkommen. Volle Heilung oder so, ja, irgendwie sowas. Da ich ja eh nur 2 Fokus aufgebraucht habe. Mono, aber nicht alleine wegfliegen, ne? Ich bin im Zelt neben dir. Ja gut, dann gehe ich in den Tempel, oder? Weil die ja, 2 Punkte brauche ich eigentlich nicht. Viel Spaß, wir haben uns sagt ganz, wie es war. Ich nehme euch natürlich mit, ehrlich so. Da ist die Kameradschaft dann auf einmal doch wieder da. Der Mumienlord, unverständliches Gemurmel. Oh, erstmal meine Maus vom Tisch. Das fängt ja schon gut an. Gut. Du hast ja was verloren. Also gegen Kotz bin ich immun. Sehr gut. Das ist doch mein Lifehack. Ich bin komplett mit dem Lotus-Effekt überzogen. Ja, 150 hat der Mumienlord. Und dann auch noch 4 Rüstung. Machen wir die drumherum trotzdem erst platt, ja? Immer noch. Was kann denn nicht wahr sein? Ich hab doch 3 getroffen. Oh. Die tun weh. Oh ja, der macht ordentlich Schaden. Ja, eigentlich ist Mono. Ich würde sogar fast sagen, ich müsste ein Gottesbad nehmen, weil ja, beim nächsten Mal, wenn der Mumie im Lord mich haut, könnte ich draufgehen. Das ist korrekt. Und was die Leichen machen. Das ist eine gute Frage. Ich hätte Gjomon getroffen, nicht mehr allzu viel, aber... Ach komm. Komm, no risk, no fun. Ich spare mir den Gottespartner. Guck dir das an. Nein. Wow. Macht trotzdem. Das war eine Gjomon-Vorstellung. Ah! Nee, du hast so getroffen, du weißt gar nicht, was du willst. Naja. Aber dass ich so viele Proben verhauen habe, war Gjomon-Style.
Dann greife ich trotzdem einfach so an, ja? Ja, greif an, hau rein. Vielleicht triffst du ja sogar. Du bist wieder freundlich zu mir. Mann, Mann. Die letzten Folgen hast du mitgemacht. Ich schlage nur zurück. Ich? Will ich ja, nicht tun. Hab alles auf Band. Auf Band sogar? Wow. Ja, auf Power S. Nein, das ist ja ärgerlich. Das ist jetzt, jetzt muss ich meinen Angriff damit verschwenden, den anzugreifen, obwohl den noch. Mach doch den rechten. Kannst du, okay. Ja, kannst du den rechten angreifen. Ich meine, die sind jetzt nicht so schlimm, die sind geschockt, ja. Also die haben auf jeden Fall einen versauten Wurf. Also mach ruhig den rechten, ich, Kann den irgendwie nicht anwählen. Was ist denn da los jetzt? Weil bevor der Mumienlord angreift, bin ich auch nochmal dran. So viel zum Geschopfen. Das hat gerade jetzt aufgehört. Hat aufgehört. Ja gut, aber da lacht Nation hier drüber. Eigentlich kannst du schon den Mumienlord angreifen. Ja, mach mal. Ja, Mann, ich mach dann gleich mit einem Fokus den Angriff auf den Mumienlord, dann sind die beiden links und rechts weg. Okay. Der darf nur noch 71 Leben haben, Jormon. Das ist zu viel. Ach, du machst auch sogar. Ja, ich wollte den bluten lassen, den Mumienlord, aber das hat leider nicht so funktioniert. Deswegen habe ich auch Fokus benutzt. Sehr schön. Das ist zwar immer noch zu viel, aber... Ich darf ja auch noch. Dann machen wir es auch so, damit du es auch sicher schaffst. Sicher schaffen? Bei 33? Was hast denn du für Vorstellungen? Ich habe vollstes Vertrauen in dich, Germann. Siehst du? Ja. Das Herz der Karten und so. Ui. Das Buch des Wissens. Der Feuertalisman. Gruppenbrennimmunität, okay. So, klingt gut, können wir leider nicht brauchen. Refokus. Ja, wir gehen erstmal weiter, ne? Wie ist die, Senior? Ja, okay, machen wir dann jetzt. Ja, im Zweifel benutze ich es gleich. Also, wenn ein Kampf kommt, man weiß ja jetzt nicht, man kann es ja nicht sehen, dann wäre ja schon eigentlich von Vorteil, wenn du die Gruppenheilung jetzt machen würdest, weil du dann im Kampf keine Runde verlierst, ne? Na gut. Schön diese Herzchen, die dann da aufkloppen in einer Gruppenheilung. Wieder so einer. Ja. Lemumien Lord der Zweite. Aber der ist noch ein bisschen kräftiger. Ey, Karama, Dios Mios. Uiuiui. Ich krieg aber echt mega Schaden von den Leuten hier. Ja, vielleicht auch nicht so schlecht. Uiuiui. Ja, du wärst tot gewesen, ja. Ja, ist auch schön, dass der Dude immer mich angreift. Ja. Meine Fresse. Deswegen habe ich 28 Riss. Ja, also ich werde gleich wieder versuchen, die beiden links und rechts zu schocken. Ja, ich überlege jetzt tatsächlich, ob ich nicht auch mit auf den... Aber ich habe keinen Rüstungsdurchdring mehr. Dann macht es eigentlich für mich auch nur Sinn, auf links und rechts zu gehen. Wieso? Wie viel Schaden machst du denn mit den 8 Abzug? Maximal, im Bestfall. Ich kann maximal 40 machen, aber da muss ich schon einen Fokus benutzen und Glück haben, dass ich mit 4 treffe. Das ist ein bisschen... Ja, ich denke mal, wenn wir die Mumien links und rechts wegmachen, ist schon nicht verkehrt, oder? Die würde ich auch sagen. Teilen sie auch immer schade. Du solltest dich ja sowieso erstmal heilen. Ja, kostet mich ja keine Runde. Das ist wahr. Ja. Schon ganz gut. Soll ich wieder auf den Lord gehen, oder? Mhm. Würde ich sagen. Der hat so viel Schaden ausgeteilt. Wow. Also, da war Gerechtigkeit natürlich jetzt auch nicht schlecht gewesen, ne? Ja, ich hab's erhofft. Gewesen. Es war auch alles blau, aber irgendwie... Ja. Schade, wäre echt gut gekommen. Gott sei Dank. Ach, nochmal Glück. Ach nö.
Oh, das ist doch mein Main-Attribut, das könnt ihr doch nie machen mit mir. Ja, musst du dir gleich einen Hexenfluch reinziehen. Ja, ich krieg leider nicht platt die Mumie. Die Leiche. Macht 22 Flächenschaden, das reicht nicht. Solo? Ja, ich greife die dann halt so an, aber dass ich den Mumienlord angreife und die nebenbei mit Platten mache, das hätte leider nicht hingehauen. Scheiße. Ich hab ihn, glaube ich, böse gemacht. Ja, besser als wenn er mich wieder angreift. Ich kann das nicht so gut wegstecken wie du. Ja, stimmt natürlich. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, es ist verdammt auch mal ein echter Witz, dass ich jetzt gefroren bin. Ich habe eine verdammte Feueraxt in meiner Hand. Ging ja auch nicht auf die Axt, ging ja nur auf dich. Ja, ich brauch doch die Axt. Also würde ich sagen, glaubt ihr, das ist das Beste, wenn du die Leiche wegmachst? Ja, wahrscheinlich, weil der Mumienlord nicht weg ist. Ja, und die Leiche macht auch gut Schaden. Also, zumindest bei mir. Nation ist natürlich lächerlich, aber... Ja, soll ich da mal eine Runde heilen und dann... Ach, Quatsch, nee. Da kommt eh nicht mehr ran. Na gut. Leider, du fühlst dich jetzt ganz blond an. Bin ich blond. Wir müssen aber gleich nochmal ein bisschen Gottesbart verteilen. Nimm das, du Unhold. Ja, bald sind wir gegen alles immun, Leute. Ja, ja. Was ist das? Goldene Krause. Ja, dann ziehe ich die Krause nämlich für die andere Krause an und dann haben wir schon 4 Gruppen ausweichen. Jaha! Und weiteren in den Gold-Multiplikator. Ein bisschen Glück kriegst du auch noch. Und du kannst ermutigen. Und ich kann ermutigen, ja. Ja, dann trotzdem jetzt die Heilung, oder? Wir müssen immer noch eine Treppe runter. Ja, jetzt würde ich sagen, ja, können wir machen, verlierst ja keine Runde durch. Und eventuell nochmal, wenn Nation eventuell nochmal 2 Gottesbärte zu mir rüberschiebt oder so. Ist schon unterwegs gewesen. Dankeschön, ich kriege ja immer so krass aufs Maul. Ja, das ist cool. War. Wird mir auch wahrscheinlich noch einen reinziehen müssen. Ja, Mond, das doch nicht vor den gleich Kindern. Gleich im Kampf machen, oder? Ja, ich mach's mal. Ich hoffe mal, ich überlebe das noch. Okay. Gucken was wir kommen. Wir dort haben. Naja, es kommt noch was. Und er wird noch stärker sein. Er hat 200 Leben, sage ich voraus. Unverständliches Gemurmel, ja. Na. Oh, er hat's geschafft. Aua. Gruppenheilung. Nee. Oder? Doch. Wenn ich draufgehe, dann verlieren wir halt ein Leben. Also. Ja, deswegen, ja, mach dich vielleicht Gruppenheilung. Ja, aber das. Also, das, ja. Ding ist, das bringt euch, das bringt euch nichts, wenn Jormann jetzt. Ja, klar, aber es bringt uns auch nichts, wenn du tot bist und nicht wieder auferstehst. Wieso sollte ich nicht wieder auferstehen? Weil du keinen Dings hast. Ja, aber wir können ja trotzdem ja wiederbeleben. Kann man das auch im Kampf machen? Ja, ich krieg halt nur 45 dann, ne? Wenn die mich beide angreifen, gehe ich halt trotzdem drauf, glaube ich. Ich glaube aber nicht, dass sie sich beide angreifen. Warte mal. Ich bin ja leider gar nicht dran. Nee, ich bin dran. Hast du nicht irgendein Item, was dich zum Bobbel macht? Zum was? Dass sie dich angreifen. Ach so. Nee, ne? Ich sehe grad nichts bei dir. Doch, Feenstaub hast du. Feenstaub? Mhm. Auf der zweiten Seite. Ah ja, okay. Ich kann's probieren. Komm, für die Zuschauer.
machen wir das. Dann greife ich trotzdem den linken jetzt erstmal an. Oh, ich mache auch deutlich mehr Schaden jetzt. Cool. Warum? Weil die untot sind, oder was? Ah ja, natürlich, ja. Ja, weil ich glaube, weil ich dann dadurch nochmal was... Ich habe ja den Widerstand erhöht und Rüstung erhöht durch den Feenstaub. Ich glaube, das ist der Guck mal, Bruno, war das deswegen nicht ein voller Plan? Mich jetzt an. Jetzt kannst du deinen Gottesbad nehmen. Aber du hast gesagt, ich mache deutlich mehr Schaden. Ja, das... Deswegen habe ich gefragt, weil die untot sind oder woran liegt das? Doch nicht, weil du deine Rüstung und deinen Widerstand erhöht hast. Weil sie untot sind. Möglich, ja. Garantiert. Ja, ich kann es leider gerade nicht gucken. Weiß ich nicht. Willst du nicht erstmal den Gottesbad? Ja, klar, ich habe nur... Ich habe plus 50% gegen Geister, das ist es. Gegen Geister. Nicht gegen Untote. Ja gut, dann sind das halt Geister. Das wusste ich vorher nicht. Oh, der Mono geht auf das Ganze. Ach Gottchen. Das ist bei ihm zu wenig. Du kriegst halt viel mehr Schaden, weil der kriegt bloß 25% Schaden, die Mumie in der Mitte. Das hat sich schon gelohnt. Nee, ist ja alles gut. Da haust du jetzt drauf und dann ist gut. Soll ich auch mal... Obwohl, jetzt brauche ich keinen Feenstaub, ne? Nein, brauchst du nicht. Soll ich den Schaden... Nee, auf den Mumienlord. Auf den Mumienlord. Typ da links kann der Giermung gleich machen. Ja. Hoffentlich. Oh. Wie geil ist das denn? Mehr Schaden mit. Okay. Wow, geil. Weil auf dem Mumienlord habe ich einen normalen Schaden, deswegen... Was hast du denn vor? Er kloppt jetzt richtig rein, er macht halt 25% Schaden. Ja, gut. Er trifft natürlich voll. Lörung. So. Macht Rix. Amutschen. Oh, das war jetzt nicht so gut. Vitalität runter. Ich hoffe, du hast auch ein Hexenfluch-Dingens. Doch, hast 3 Stück sogar, sehr gut. Sollte ich erst langsamer benutzen. Guck dir immerhin mal im Inventar rum. Das ist mein Inventar. Meins. Wenn ich den angreife, Nation, dann... Kriegst du den wahrscheinlich, oder Guillaume kriegt den wahrscheinlich auch down, oder? Irgendwann. Den rechten krieg ich down. Ich krieg bei denen anscheinend auch Pluspunkte, weil auf einmal habe ich bei den Großen schon 88 Schaden gemacht, anstatt 25. Ja, das liegt aber, bei dem Großen liegt es aber an gefroren. Dann machst du plus 25% Schaden. Ach so, okay. Das war ja das, was Mono von mir. Oh, also 52 schaffe ich nicht. Ja, 52 schaffst du nicht, nee. Okay. Entschuldigung. Bei dem Mumienlord mache ich halt. Nicht mehr Schaden. Paul. Na, gefroren ist leider auch wieder weg. Ja. Talent stark vermindert. Ich habe keine Talente, da könnt ihr nichts mindern. 85%. Oh, ja, Moment, mach hier Platz. Probieren wir's. Das blutet ja noch dabei. Ich komme halt nicht so gut durch die Rüstung durch, deswegen ist das so. Wieso kann eine Mumie eigentlich bluten? Aber egal. Kann man das noch erhöhen oder so? Nee, ne? Nee. Aber dann können wir das vielleicht machen. Perfekt. Jetzt bist du eigentlich unser Ausweichkönig hier. Ja. 40 Ausweichen hast du mittlerweile. Ja. Out of nowhere. Man kriegt wieder seinen Schaden. Da ist er. Das war nur vom Brennen. Reicht vollkommen. Der Typ ist Geschichte. Hat der Mono einfach 9 EP mehr bekommen, der Olle Schummler. Hat er mich wieder überholt um 3 Punkte. Was du machtest? Ja. War das der letzte? Müsste ich eigentlich. Auf der oberen Anzeige war das der letzte Raum. Ja. Der Fluch der Mumie, Errungenschaft freigeschaltet. Lass mich raten, die hattet ihr schon. Ja. Dann würde ich sagen, nehme ich trotzdem schon mal einen Hexenfluch, damit ich das nicht vergesse. Ja, tu das. Weil wir gehen ja nicht mehr in die Stadt, oder?
Wir sind ja eigentlich relativ viel unterwegs. Wir könnten von mir aus noch in die Stadt. Ja, wir können noch hin. Ja, wir wollten uns doch nicht erstmal heilen hier im Lager. Oder so. Ja, können wir auch machen. Klar. Ich meine, dafür ist das Zelt ja gedacht gewesen. Klar, genau. Aber wenn du jetzt eine Entfluchung nötig hast. Ja, gut, aber dafür hatte ich ja drei Stück. Er hat drei Stück, er kann auch. Genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. Dann würde ich nämlich sagen, wenn ich mich hinlege, dann enden wir die Folge und dann schauen wir nächstes Mal mit dem Turm weiter. Ja. Bis dann erstmal. Ciao. Ciao. Ciao.